Ja, wir haben hier einen echten Klassiker, das Kinder Bueno in weißer Schokolade. Seid gespannt, wie dieses Ding mir schmeckt und wie es vor allem aussieht. Eigentlich nehme ich schon mal gar nicht so schlecht, was die Verpackung verspricht. Viel Spaß! Seid mal wieder herzlich gegrüßt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und euch dieses Süßkram-Video anguckt. Und zwar zum, ja, alles klar, weiß Bescheid. Das Kinder Bueno in der Sorte White. Ich habe es irgendwo gesehen. Ich glaube, das war bei, wie heißt es jetzt gleich, Müller Drogerie, glaube ich. Und musste einfach zuschlagen. Ich habe ja mal das Kinder Bueno Eis vor einigen Monaten getestet. Schaut mal in das Video in meiner Playlist Eis-Videos oder gebt es einfach mal ein, Food Love und dann Kinder Bueno Eis. Dann findet ihr es. Das Ding war göttlich. Ein Kinder Bueno ist auch göttlich. Dann ist ein Kinder Bueno White bestimmt auch göttlich. Denn ihr wisst, dass heutzutage alles, aber auch verdammt jeder Mist nochmal als weiß rauskommt, weil es einfach im Trend ist, weil es irgendwie cool ist. Sei es Schokobons, sei es Oreo oder sei es, keine Ahnung, Snickers oder Twix oder Ferrero-Küsschen oder Laienriegel oder alles kommt in weiß raus, in White, weiß raus. Auch der Kinder Bueno, den wir uns jetzt hier zusammen einmal angucken. Ich glaube, das Ding hat keine Ahnung, was gekostet. Genauso viel. Enthalten sind 572 Kilokalorien. Bam! 35,9 Gramm Fett, Kohlenhydrate 53 und 43 Gramm Zucker. Hammer. Ja, ist so wie so eine Art Energieriegel. Gibt dir genug Energie, um den ganzen Tag durchzuhalten. Ein Riegel, also die Hälfte hiervon, hat 111 Kalorien. Sprich, die ganze Packung, die dann da enthält, 39 Gramm, hat 222 Kalorien. Ich befürchte, das Ding ist schon ein bisschen zerbröselt. Das ärgert mich gerade, weil das ist sehr zerbrechlich. Ich merke das hier schon. Das ärgert mich gerade tierisch. Naja, gut. Was haben wir denn genau? Gucken wir mal drauf. Eine Waffel mit feiner Milch, Haselnusscreme-Füllung, 53% überzogen mit weißer Schokolade. Also die Milch, Haselnusscreme-Füllung wird dann vermutlich gleich sein. Und da, dann haben wir quasi einfach noch die weiße Schokolade außenrum. Und hier so eine Art, ja, ich sag mal, Crispies oder so. Wie gesagt, alles von Kindern, verkauft sich ja wie blöd. Und wir gucken uns das Ding jetzt mal genauer an. Ich muss nur gleich einmal, bevor mir hier alles rausbröselt, ein, zwei Fotos noch machen. Ach, guck mal, die sind sogar einzeln verpackt und gar nicht ganz so schlimm zerbröselt, wie ich dachte. Das Knistern war das, was sich so komisch anfühlte. Sind nur beide in der Hälfte durchgebrochen. Wie gesagt, zwei Stück sind hier drin. Da können wir uns jetzt mal einen von angucken. Und die sehen schon super aus, muss ich sagen. Packen wir beide aus, was soll das jetzt? Sieht einfach schön aus. Ich mache aber mal kurz einen Break und ein, zwei Fotos, jetzt wo sie schon so schön kaputt sind. Ich melde mich gleich bei euch wieder. Also Fotos sind immer mit das Wichtigste. Es soll ja irgendwo Appetit anregen und derjenige, der sich ein Video anguckt oder Bilder anguckt oder einen Beitrag liest, der soll ja sofort wissen, worum es geht. Deswegen habe ich jetzt hier alles versaut, haben wir dafür aber einen schönen Blick auf das Kinder Bueno White. Ich habe eins schon mal hier angeschnitten, weil es ist ja quasi genau an der Sollbruchstelle gebrochen. Da habe ich aber einmal ein Stück abgeschnitten. Und wir können jetzt einmal hier reingucken, wie das aussieht. Wir haben hier die Creme, außen die Waffel, dünne Schokolade drumherum und dann hier diese eine Art, keine Ahnung, Keksbrösel, irgendwie so. Ja, sieht ganz nice aus und ich probiere jetzt mal. Ach, was soll er gerade? Oh Mann. Lecker. Haselnuss. Ja, Kinder Bueno Füllung, Haselnusscreme, super geil. Ich kann direkt sagen, weiße Schokolade sieht schön aus. Das Ding ist optisch echt ein Highlight. Aber die Haselnusspaste Creme, die dominiert. Weiße Schokolade merkt man auch. Vielleicht kann man eher so ein Ding sich dann irgendwie mit Finger gerade noch am Mund alles weggeschmiert. Man kann die Dinger natürlich so direkt reinbeißen, aber man kann sie auch so ein Segment abbrechen. Vielleicht, ich sag mal, wie ein Bonbon lutschen, hat man ein bisschen was mehr von der weißen Schokolade. Und dann hat man innen drin die geile Creme. Bäm. Ups.
Ja, super cool. Also man sieht, die Dinger sind reichlich gefüllt. Dann die Waffel, die ist knusprig, knackig. Ah, knackig ist sie nicht, knackig ist irgendwie Obst. Die ist knusprig. Ja, außen die Schokolade, wie gesagt, merkt man nicht so viel von, wenn man alles kombiniert. Aber die Creme innen drin, die ist echt God-Mode. Super cool. Und vor allem optisch einfach ein Highlight. Ansonsten aber eher so wieder. Ist ein Kinder Bueno, ist jetzt weiß, ist keine Innovation, schmeckt aber, ist gut, kriegt einen Daumen von oben nach mir. Preis habe ich vergessen, wird aber sicherlich an die 80, 90 Cent kosten. Also nicht billig. Trotzdem würde ich sagen, könnt ihr gerne probieren, vor allem wenn ihr Fan von Kinderschokolade, Kinder Bueno seid. Probiert es gerne aus und lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Kinder Bueno findet, ob ihr das Weiße auch probiert habt. Und wenn ihr quasi das Eis noch nicht kennt und keinen Plan habt, gebt mir wenigstens einen Daumen nach oben dafür, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn nicht, gebt mir einen Daumen nach unten. Ne? Wie ich immer sage, es muss alles immer korrekt sein. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.